waren so deine erfolgreichsten Spielzüge in deiner Schlacht? Ich glaube, kannst du es nochmal zeigen, wo das passiert ist? Ich würde sagen, ganz am Anfang war das Entscheidende überhaupt. Wenn man, ich war ja die Deutschen. Und ich habe ja es sind ja 9 Panzer. Ich habe die ganz einfach 3-3-3 Version. 3 links, 3 Mitte, 3 rechts. Ja. Und mein Gegner hat halt 2 Tigerpanzer nur in eine Richtung geschickt und einer willkürlich in eine andere Richtung. Ja. Und jetzt gar nicht beachtet, dass ich noch 3 Panzer in der vorderen Richtung hatte. Und dann halt gegen Ende noch hatte ich noch 4 funktionstüchtige Panzer in dem Bereich. Die 3 Stück waren da hinten, komplett funktionstüchtig. Dann so ein Tigerpanzer vorne waren schon kaputt. Und die da, meine restlichen da vorne waren schon zu stark beschädigt, um ihn zu bringen. Und er hatte gar nicht darauf geachtet, dass ich die 3 Panzer da vorne hinten noch hatte. Ah. Und es war ein entscheidender Ausschlag. Ja, am Anfang, wie immer, wenn man ein neues Spiel beginnt, ist ein bisschen, denkt man, es wird kompliziert. Aber wie ich es rausgestellt habe, war es ja recht einfach regeln.